Daniel, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute in Hamburg mit einem unangenehmen Thema. Es geht mal nicht um Amazon, sondern um Schädlinge, auch wenn der oder andere das in die gleiche Kategorie stellen würde. Das hast du jetzt gesagt. Alex, vielen Dank für die Einladung. Ja, Schädlinge, darum geht's heute. Ich, kurze Intro aus mir gebeten. Daniel Schröer, 32 Jahre, geboren im Münsterland, Geschäftsführer von der Futura GmbH. Wir sind Teil einer Firmengruppe, die sich vor allen Dingen mit Schädlingen, Schädlingsbekämpfung, Fernhaltung und Prävention und disruptiven Lösungen in diesem Segment beschäftigt. Du hast mich mal gepitcht. Ich weiß nicht gar nicht mehr genau, in welchem Umfeld. Da müssen wir gleich nochmal sehen, wo das war. Und hast gesagt, so, ihr macht was mit. Doch, es war, glaube ich, dem Spryker. Genau. CEO-Dinner war das. Genau. Und dann hattest du erzählt, ihr macht irgendwie smarte Fallen, dann habe ich mir gesagt, smarte Rattenfallen, was soll das denn irgendwelche nochmal? Also ich nutze ja quasi diesen Tag smart immer so ein bisschen zu veräppeln von so Firmenstrategien. Mm, ja, so, keine Ahnung, Philips Lampen denken sich so, wir wissen nicht mehr wohin und Digitalisierung, das machen wir Smart Lamps. Ja, ja. Also dann gibt es auch irgendwie Smart Bags, ja, für Koffer. Das ist so ein bisschen inflationärer. Smart Windows, ne? So, smarte Rattenfallen, was soll das denn? Jetzt habe ich da ja schon mal das ein oder andere ausprobieren können. Mittlerweile bin ich da ganz anders davor und verstehe schon ziemlich genau, was ihr macht. Aber vielleicht kannst du mal für so einen Rattenbekämpfer, das sind ja vor allem Dorfbewohner, die davon betroffen sind, dass jetzt die ganzen Ratten von den Feldern kommen. Und das passiert jetzt ja gerade relativ stark tatsächlich in diesem Jahr. Mal erklären, was ihr eigentlich macht, beziehungsweise was ihr anders macht. Ja, gerne. Also zunächst, du hast vollkommen recht, also das Wort smart wird halt richtig inflationär gebraucht. Alles Mögliche ist smart und es wird häufig einfach nur als Badge irgendwo, als Product Feature irgendwo raufgebrandet, damit man besser verkaufen kann. Bei uns ist es gänzlich anders. Wir hatten ein Problem und suchten eine Lösung, hauptsächlich im B2B-Segment, aber das erkläre ich gleich. Also Schädlingsbekämpfung umfasst zunächst im klassischen Sinne einfach Bekämpfung mit Giften gegen Insekten, Ratten, Mäuse und so weiter. Das ist alles mögliche, was Krankheiten überträgt und meinetwegen, wenn du eine Brotfabrik hast und da drin laufen Ratten und Mäuse rum und ein paar Schaben, dann ist es halt einfach nicht förderlich für die Gesundheit, weil die Krankheiten übertragen, Hantavirus etc. So, und natürlich hast du jetzt gerade angesprochen, du hast ja selbst einen Bauernhof, ich komme auch vom Lande und da ist es natürlich auch so, dass du Schädlinge hast und die werden klassischerweise mit Gift bekämpft. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du hast Ratten in deiner Scheune und dann kaufst du dir von der Raiffeisen so einen Sack Rattengift und legst den zum Beispiel aus. Dann liest man irgendwie im Wochenblatt oder so, da soll man irgendwie einen Stein drüber legen. Sondern fressen die Ratten das, wenn es erfolgreich ist, weil es ja ein Köder ist. Das heißt, es geht um die Palatabilität, also dass der Köder halt attraktiv ist. Nutella, dass es schmeckt quasi, auf Deutsch übersetzt. Und die Ratten fressen das, sterben, wenn es erfolgreich ist, irgendwo in der Walachei, oben auf dem Dach von der Scheune oder draußen auf dem Feld meistens. Dann ist die Story aber noch nicht vorbei, weil die Ratten haben natürlich sehr viel Gift in sich. Das tötet Säugetiere. Rattenmäuse sind halt das größte Problem. 60% der Schädlingsbekämpfung machen die ungefähr aus. In Deutschland, in Europa sind die Zahlen ungefähr gleich. Und wenn die draußen versterben, dann kommt zum Beispiel eine Schleiereule oder es kommt ein Fuchs und frisst diese Ratte oder meinetwegen andere Greifvögel fressen diese Ratte oder diese Maus, die dann schon ein bisschen vergiftet ist und nehmen das Gift auch auf. Und das Doofe ist halt einfach, dass es nicht nur draußen auf dem Land passiert, sondern auch hier werden die Gullideckel hochgehoben und da wird Gift runtergeworfen, weil man hat ja Rattenprobleme und das soll helfen. Das Doofe ist, dass all diese, also dass viele, viele Jahrzehnte seit den 50er Jahren halt Gift hochpotent gemacht worden ist und in die Umwelt eingebracht worden ist durch Industrieunternehmen, die daraus natürlich ein Business Case machen. Das sind Milliardenunternehmen, die weltweit diese Dienstleistung anbieten, für dich zu Hause, wie auch für Coca-Cola und Nestle in der Industrie. Und dass dieses Gift als persistenter Stoff in der Umwelt und im Grundwasser einfach angelangt ist, nicht Zieltiere tötet. Das heißt, die Umweltbundesämter dieser Welt und andere Organisationen haben ein Augenmerk drauf und die haben Studien in Auftrag gegeben, hunderte Studien wirklich weltweit, die Füchse zum Beispiel untersucht haben, Schleiereulen oder das Grundwasser etc. und gesehen haben, boah, da ist ganz viel Ratten- und Mäusegift überall drinne, wo es nicht hingehört. Mittlerweile sogar in Fischen. In der Mosel wurde es in sehr großen Rückständen wurden da festgestellt. Und das sorgt eigentlich dafür, dass Gifte verboten werden, regulatorisch, und dass du Alternativen brauchst. Das ist so der erste Weg. Aber eigentlich, um ehrlich zu sein, sind all die professionellen Dienstleistungsunternehmen, die das bei dir zu Hause oder wie gesagt bei Coca-Cola oder Nestle als Beispiel, mal um die zu nehmen, die das machen, die brauchen gar keine Gifte, um eine effektive Schädlingsbekämpfung, Management oder Prävention zu machen. Es geht viel besser, nur das ist so the old way, ja, das ist so, als würde ich einen Verbrennermotor haben und mich nicht öffnen wollen. Okay, und du hast gerade gesagt, wenn ich zu Reifeisen gehe und mir einen Sack Rattengift hole, das eine ist ja, es gibt zunehmend weniger kleine Reifeisenstellen, wo ich mir das holen kann, auf der anderen Seite kann ich es, glaube ich, gar nicht mehr kaufen, ohne so einen
Bekämpfungsmittelschein. Also ich glaube, als Endkunde, klar, bei Amazon und eBay gibt es irgendwie alles. Noch. Aber ich komme eigentlich immer schwerer an Gift ran. Ja. Wo, da verstehe ich, dass es einen Markt gibt für andere Methoden und ihr habt ja so eine andere Methode. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was das anders ist? Gerne. Also du siehst natürlich aus deiner Konsumentenbrille und der Markt muss auf jeden Fall segmentiert werden in Endkonsumenten versus B2Bs. Und wir konzentrieren uns aktuell komplett auf B2B, weil die Wende im B2C erst später kommen wird. Wir sind wirklich 90% B2B-Unternehmen. Aber was passieren wird, ist halt, wir haben damals, fing das an mit einem großen Lebensmittelkunden 2005, 2006, der gesagt hat, hey, das Gift hier drin, das bringt ja gar nichts, die Mäuse fressen es gar nicht an, das gibt Resistenzen, dass die Tiere gar nicht mehr sterben, mach doch mal was anderes. Und da kam ein amerikanischer Auditor und dann haben wir Fallen benutzt und diese Fallen platziert und das funktionierte super. Aber das Tierschutzgesetz schreibt eben vor, dass Fallen mindestens einmal pro Tag kontrolliert werden. Und wir haben damals gesagt, also es waren damals hieß IoT, Internet of Things, noch ganz anders, Machine-to-Machine-Communication, und wir haben dann so eine Einbruchssicherung zum Beispiel von so einem Fenstergriff an eine Mausefalle gebaut, und das war irgendwie unser MVP damals, und der Auditor hat das gesehen und fand es einfach klasse und hat gesagt, ey, das ist doch die Zukunft. Und dann haben wir uns überlegt, ja, das könnte echt die Zukunft sein von der Schädlingsbekämpfung, und dann haben wir es einfach skaliert gedacht und haben überlegt, wenn du smarte Lösungen in klassische Fallen quasi einbringst und die ein bisschen weiterentwickelst, ist es auf vielen Enden eine bessere Lösung. Davon sind mittlerweile die größten Unternehmen unseres Sektors auch überzeugt und werden zu Digital Pure Playern, und auch alle machen so ein Smart Badging, also alle nennen sich Smart. Und ja, das ist so ein bisschen die Revolution gerade, vor allen Dingen im B2B, weil es da skaliert, echt tolle Effekte hat. Und B2C schwappt es noch so langsam rüber, das dauert noch ein bisschen. Okay, bleiben wir bei so einem klassischen B2B-Kunden, irgendjemand, der im Lebensmittelbereich irgendwas herstellt, genau. Eine große Schachtelei oder ein großer Getränkemarkt, ja, genau. Meinetwegen, wo es, keine Ahnung, wo irgendwie auch zuckerhaltige Flüssigkeiten auslaufen können, auch ganz interessant für solche Schädlinge. So, der hat bisher, keine Ahnung, Getränkemarkt, irgendwie 5000 Quadratmeter, Großhändler, und der hat bisher Gift gestreut in die Gummideckel und so ein paar Fallen aufgestellt, diese kleinen schwarzen Schachteln mit zwei Löchern, so vorne und hinten. Da war meistens auch nur Gift drin. So, was macht ihr jetzt konkret anders? Also zunächst haben wir Fallen entwickelt, die wir beim Umweltbundesamt auf nach dem Paragraph 18 Infektionsschutzgesetz zugelassen haben, sind human. Also wir haben erstmal überlegt, was gibt es eigentlich für Fallen? Es gibt Lebendfallen, es gibt Klebefolie, wo die Tiere drauf kleben bleiben, es gibt Schlagfallen. Und wir haben einfach Schlagfallen herausgefunden, dass es die humanste Art ist, ein Tier. Also wir sind nicht irgendwie masochistisch veranlagt, wir wollen einfach die Tiere nicht unbedingt umbringen, eigentlich muss man sie raushalten. Aber wir haben erforscht, wenn sie drin sind, was die humanste Art und Weise, sie zu entfernen und die giftfreiste. Das waren Fallen, wir haben also hochwertige Hightech-Fallen quasi entwickelt. Und nachher haben wir gesagt, komm, die müssen wir digitalisieren. Wir haben auch synthetische Kunststoffköder, die zum Beispiel nach Nutella riechen oder nach Fisch, die kannst du da reinpacken, die sind allergenfrei. Das ist für einen Coca-Cola zum Beispiel da so ganz wichtig. Und dann haben wir natürlich digitale Sensoren, also Internet of Things. Muss ich dir vorstellen, ganz simpel gesagt, Bluetooth, WLAN, SIM-Karte oder sowas da reingepackt. Die stellen wir anstelle der Boxen dahin. Die funken, jeden Tag gibt es eine Live-Meldung und eine Statusübermittlung. Die Fallen sind gespannt, eine Maus rennt zum Beispiel rein, ganz simpler Use Case, wird gefangen, und dann gibt es eine Information natürlich. Entweder gibt es die an den Kunden, zum Beispiel den FM oder Qualitätsmanager von dem Kunden, bei dem die installiert sind, Getränkefachhandel oder Lebensmittelproduzent. Oder die gehen an den Provider, also den Dienstleister aus unserem Schädlingsbekämpfungssegment, und der kümmert sich darum. Das heißt, normalerweise sind die B2B-Verträge so, dass du einen Vertrag hast, sagen wir mit Coca-Cola, und du bist 12-mal im Jahr da. Ja, das heißt, du fährst einmal im Monat dahin, weißt nicht, was dich erwartet, und stell dir vor, das sind ja Riesenbetriebe, die sind so groß wie ein Dorf ungefähr. Und du läufst wirklich durch den Betrieb, hast tausende Fallen, guckst, wo die sind, und öffnest die Falle und tauschst den Giftköder, und es ist eine extrem stumpfe Arbeit, und die laufen von Box zu Box und kontrollieren die, ab und zu wird dann noch gescannt und der Status gescannt. Und wir haben einfach gesagt, lass es digitalisieren, sodass keine der Boxen mehr manuell gecheckt werden muss. Die übermitteln natürlich alles digital ihren Status, und wir wissen genau, was damit los ist, und dann musst du nur noch wirklich organisiert, proaktiv auf Falle 204 im Lager 4b zum Beispiel, musst du ansteuern, musst die Maus rausnehmen und musst da wirklich gucken, gibt es hier, was weiß ich, ein Loch oder so, wo die Maus reinkommt, oder jetzt eine Palette mit so einem Zuckerrübenzeugs oder was auch immer von einem Zulieferer reingebracht worden, wo Mäuse drauf waren, und macht dann Preventive Actions. Und wie funktioniert das Geschäftsmodell dahinter? Bleiben wir mal beim Beispiel Getränkemarkt. Der hat irgendwie, wie viele Fallen hat der zum Beispiel im Einsatz, wenn das eine große Fläche ist? Der wird so 20 bis 40 haben. Und wie funktioniert euer Erlösstrom dabei? Also zunächst muss ich ja sagen, wir haben einmal eine Dienstleistungsfirma, Biotech Lute, und dann haben wir quasi den Hersteller und weltweiten Distributor Futura.
Biotech ist ein Dienstleister. Das heißt, wir haben wirklich klassischerweise Techniker, die in ganz Deutschland sitzen, die zu verschiedenen Kunden hinfahren und sich dann darum kümmern. Das ist eine Dienstleistung. Da werden wir natürlich dafür die Dienstleistung bezahlt, die sich zusammensetzt aus quasi der Vermietung, dem Lease oder dem Verkauf, hauptsächlich Vermietung von digitalen Fallen, plus die Dienstleistung und Expertise, die so ein IHK-geprüfter oder Biologe oder sonst was eben hat, der Schädlinge bekämpft. Bei uns, bei Futura, ist es natürlich so, dass wir IoT sowie Hardware und Software herstellen und dadurch einen Erlösstrom erzielen. Das heißt, wir verdienen mit der Hard- und Software-Geld. Initial würden wir zum Beispiel ein Stück digitale Mausefalle verkaufen, für ja relativ niedrigmargig. Und wir verdienen dann eben, also wir haben natürlich noch laufende Kosten für zum Beispiel SIM-Karten und so weiter, die wir natürlich gedeckt haben wollen. Aber gleichzeitig verdienen wir mit unserem Server, mit den Daten, die wir als Provider weitergeben an unsere Kunden, Apps, Webportal, Analyse und so, Mandantenfähigkeit. Damit verdienen wir eigentlich monatlich Geld. Das ist unser Inflow. Also es ist im Endeffekt ein Abo. Modell, wenn du so willst, um in E-Commerce-Terms zu sprechen, ist auf jeden Fall eine Subskription, die bei uns im B2B-Bereich halt jährlich gestellt wird, nicht monatlich, aber es ist ein Subskriptionsmodell, das relativ flexibel ist. Und wie groß seid ihr? Also wir machen so um die 10 Millionen Euro Umsatz als Kennziffer. Wir haben sehr viele Smart-Geräte da draußen, also es ist noch nicht ganz sechsstellig, aber so in die Richtung geht's. Also es sind alles digitale Fallen von der Mause, Rattenfalle, Mottenfalle und es entwickelt sich viel weiter noch in verschiedenste Arten von grünen und digitalen Lösungen für unseren Sektor. Seid ihr damit, ich kenne mich quasi im Schädlingsbekämpfungsmarkt jetzt außer in meinem privaten Umfeld nicht so aus, seid ihr damit irgendwie schon Marktführer oder ist das noch so ein totaler Nischenanbieter? Ja. Wer ist denn überhaupt quasi in diesem Markt unterwegs? Also es ist ja immer so, du kannst dich ja immer als Marktführer bezeichnen, wenn du die Nische schön klein ziehst. Das haben wir eine Zeit lang auch so geschafft, also im Digitalen waren wir auf jeden Fall lange Zeit Marktführer. Ich denke, das hat sich jetzt gewandelt. Es kommen viele von den großen Dienstleistungsfirmen, die teilweise, also Rentokil ist zum Beispiel eine oder Anticimex und Orkin sind die größten Milliardenkonzerne, die Dienstleistungen weltweit betreiben. Wir machen ja nur kleine in Deutschland Dienstleistungen. Und die haben auch irgendwann das eigene Smart-System entwickelt und die sind dann sicherlich in der Menge und Breite, sind die der Marktführer ungefähr. Und ja, also ich würde sagen, der Markt ist in Deutschland wird er so um die 1 bis 2 Milliarden inklusive der Privatkonsumenten sein und natürlich der Dienstleistung für die Food Industry und sowas. Und 1 bis 2 Milliarden heißt also Fallen und auch teilweise noch Gift, was ich dann genau, Insektizide, Sprays. Aber inklusive der Fallen, die auch ein Reibeisen jetzt verkauft an inklusive Bauern, der. Ja. Okay, exklusive allerdings von Pflanzenschutzmitteln, also Herbiziden. Mhm. Also ja. Da sprühst du natürlich auch gegen Schädlinge, Käfer und so und da sind wir raus. Das ist ein anderes Segment. 1 bis 2 Milliarden allein in Deutschland, das heißt, wir reden sozusagen, das ist schon ein sozusagen achtstelliger, also ein sozusagen mehrere 10 Milliarden groß, wahrscheinlich weltweit. Jetzt habe ich zuerst mal das Thema Smart irgendwie gehört, also digitale Fallen. Wenn man jetzt mal so in die Länder schaut, wo ja angeblich schon alles viel, viel smarter ist, wie in den USA, ist das da schon Standard oder ist das tatsächlich noch so ein starkes Innovationsthema? Schön, dass du fragst. Wir sind nämlich damals auch in die USA immer gerast, zu der größten Messe unseres Sektors und haben geschaut, ey, die Amerikaner, die sind noch immer weiter vorne, gucken wir uns das ab und kaufen das einfach ein. Aber es ist de facto einfach überhaupt nicht so. Und wir haben auch sehr viele Jahre versucht, in den USA Geschäft zu machen damals. Das war sehr anstrengend und es hat nicht geklappt damals. Das war, die USA sind da immer wirklich 4-5 Jahre hinter Europa und alles. Sie sehen auch wirklich nach Europa und sagen, wow, ihr seid Vorreiter, vor allen Dingen Deutschland, was Schädlingsbekämpfung digital und präventiv angeht. Wir haben aber auch eine sehr starke Endlich etwas, wo Deutschland vorne ist. Endlich, ja. Vorne in der Schädlingsbekämpfung. Und Logistik auch noch. Also wir haben schon ein paar Sachen. Wir müssen nicht komplett den Kopf in den Sand stecken, aber ja. Das ist auf jeden Fall etwas. Ah, abgefahren. Okay, das, und in den und in anderen Märkten jetzt Asien und Co. Weil ich hatte gestern einen Podcast aufgenommen auch mit Jochen Krisch und Joel Kaczmarek, da wo wir einmal im Monat über aktuelle Themen reden, haben wir über Asien geredet und eigentlich ist da relativ klar geworden, dass die, was das ganze Thema Handel, E-Commerce weit vorne sind, müssten die nicht auch sehr weit vorne sein? Weil da kommt ja die ganzen Sensorik, du kannst ja gleich mal so eine Falle hier in die Kamera ja, halten. Das kommt doch wahrscheinlich aus China, oder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und ja, müssten sie, sind sie aber nicht in unserem Markt. Der Markt ist einfach, du musst dir vorstellen, das sind die Platzhirsche, die haben lange B2B-Verträge, die laufen viele, viele Jahre, die haben wahrscheinlich den niedrigsten Churn, den es nur irgendwie gibt. Und diese B2Bs werden einfach noch mit der klassischen Giftspritze quasi beliefert.
vor allen Dingen im Ausland. Ich denke, Singapur ist jetzt einer der wenigen Märkte, wo ein bisschen was passiert. Ich weiß auch, dass in China erste Versuche gepitcht werden mit unserem Produkt. Das geht extrem langsam. Du musst dir vorstellen, ich gehe gleich noch darauf ein, wie wir vertreiben. Da haben wir so ein bisschen disruptiven Ansatz, denn im Grunde genommen sind wir Hersteller. Manche von unseren Mitbewerbern stellen nur einen Lohn her zum Beispiel und dann geht es an den Distributor, nochmal an den Großhändler und dann geht es an den Schädlingsbekämpfungsdienstleister und dann geht es an den Endkunden, sei es Alex Graf zu Hause oder sei es Nestle. Und deswegen ist es unglaublich teuer, das Produkt nachher, und vor allen Dingen haben die B2Bs, also die Dienstleister über Schädlingsbekämpfung, immer sehr lange Verträge mit zum Beispiel Coca-Cola oder Nestle. Das heißt, so Nestle wird erstmal beliefert und man will nicht neu verhandeln und die wollen da nicht wirklich raus. Es ist also sehr schwierig zu sagen, zack, da werden jetzt 1 Million Fallen produziert und die gehen in den Markt und morgen ist der Markt komplett verändert. Ist halt nichts, du hast nicht diese B2C-Effekte, wo es eine Lösung gibt, die mehr convenient und vielleicht günstiger ist und zack, stellt sich der Markt um. Bei uns hast du wirklich eine längere Iteration. Wie viele Schädlingsbekämpfer gibt es in Deutschland, also die das quasi beruflich machen? Wenn ich selber nicht mehr Rattengift kaufen kann, muss ich ja einen professionellen Schädlingsbekämpfer holen. Ja, genau. Ja. Also es gibt so um die 1.000 bis 1.500 Unternehmen in Deutschland, eingetragene. Da sind aber sicherlich 90% ein, zwei Mannbuden, die Schädlingsbekämpfung vor allen Dingen so für Landwirtschaft und sowas anbieten oder für kleine Supermärkte und so ein Kram. Und dann gibt es sicherlich so um die 100 Betriebe, die in Deutschland seriös B2B-Dienstleistungen machen, so für die große Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Ah, okay. Ganz interessant. Das ist eine wirklich sehr spannende Nische. Aber jetzt hast du es ja schon angedeutet. Wie verkauft ihr denn? Wie konntet ihr denn so groß werden? Raus aus Paderborn. Also erstmal, Paderborn ist für mich, aber auch hier Rhein-Ruhr-City, absolutes Silicon Valley Deutschlands und wird immer noch unterschätzt. Da gehen Grüße raus an Sven Schmidt, der ja immer schön propagiert für den Bereich. Wie konnten wir es schaffen? Wir sind ganz ehrlich, wir sind einfach extrem unternehmerisch geprägt. Also mein guter Freund Oliver, der Futura gegründet hat und mit dem ich Co-Geschäftsführer bei Futura sein darf, der ist einfach unglaublich unternehmerisch. Von ihm habe ich auch viel gelernt. Er ist 10 Jahre älter noch als ich. Und wir machen das wirklich so als Sparringspartner, seitdem wir denken können. Und er ist unglaublich innovativ immer schon gewesen und wir haben da denselben Ansatz. Wir probieren unglaublich viel aus. Also bei uns ist diese Art und Weise, wie man heute lernt zu arbeiten in Startups und sowas, das haben wir wirklich schon seit Ewigkeiten gemacht. Also MVPs zu machen mit wenig Budget, einfach mal was ausprobieren. Umsetzung ist wichtiger als Kontrolle. Das ist einfach, wenn man alles unter Kontrolle hat, ist es schlecht. Gerade wenn es darum geht, IoT-Produkte oder disruptive Lösungen an den Markt zu bringen. Was ich noch nicht erzählt habe, wir haben in unserer Gruppe auch sehr viel B2C-Geschäft. Wir haben zum Beispiel den ältesten Online-Shop für Schädlingsbekämpfungsprodukte, Futura Shop, für B2C, für den B2C-Bereich. Da haben wir sehr viel mit lernen können, also Google, Facebook und all diese Werkzeuge. Wir haben auch mal vor 4 Jahren eine Marke Green Hero gegründet, wie du schon gesehen hast, und mit dieser Marke zum Beispiel Amazon und andere B2C-Lösungen ausprobiert und da einfach gelernt, also mit der B2C-Brille, und haben dann natürlich noch mit der B2B-Dienstleistung, B2B-Produkten einfach unglaublich breites Feld, auf dem wir spielen konnten. Und wir, ganz ehrlich, wir versetzen uns immer in die Kundenperspektive, nehmen die Kundenbrille, setzen die auf und überlegen, was ist auch für unseren B2B am conveniensten, und gucken ganz viel, was machen natürlich GAFA, wie macht Amazon das? Die haben zum Beispiel in Amerika schon viel mit Dienstleistungen ausprobiert, auch Dienstleistungen für Schädlingsbekämpfung, also wenn du zum Beispiel Termiten hast oder Ameisen oder so ein Kram, dann bieten die das schon an und da machen wir ganz viel disruptive Ansätze und wir sind eigentlich, wenn du unseren Markt siehst, dann sind das extrem konservative Unternehmen. Viele von denen stecken auch Investmentgesellschaften hinter, die das Unternehmen dann groß machen durch M&A-Bewegungen und IPOs. Aber im Grunde genommen also viele familiengeführte Unternehmen, die unglaublich stecken geblieben sind, die kennen dann mal SEA oder SEO, aber die haben einfach noch nicht diesen Mut, einen disruptiven Ansatz zu machen. Das wollen wir deswegen umso mehr nutzen. So nutzen wir zum Beispiel unsere B2C-Fähigkeiten mit Webshops, bauen B2B-Webshops und eine komplette andere Kundenperspektive. Wir haben aktuell einen MVP, wo wir mit unseren Kunden sprechen und überlegen, hey, wie wollt ihr in Zukunft ordern? Also wir sehen einfach, dass bei uns im Vertrieb und Kundenbetreuung unglaublich viel via WhatsApp passiert. Das haben wir natürlich schon ein bisschen professionalisiert in Form von, natürlich ist unser Vertriebsteam das alles über einen Laptop und sowas betreut mit WhatsApp, und jetzt stellen wir das, ich fand das spannend, dass du vor ein paar Tagen den Podcast ja auch gelauncht hast, mit Captain Sun, ja.
Gründer. Und das machen wir auch im B2B-Bereich und freuen uns natürlich da, die WhatsApp-API so ein bisschen mehr mit zu integrieren und irgendwann hoffentlich dann darüber auch noch mehr machen zu dürfen. Also auch B2C-Sachen einfach aus B2B-Geschäft quasi ausprobieren. Aber der klassische große Supermarktbetreiber oder der Getränkemarktbetreiber, wie findet ihr euch? Also das ist auch wieder eine spannende Frage, weil da gibt es nicht nur eine Antwort drauf, denn der klassische Supermarkt oder der klassische Lebensmittelproduzent hat in der Regel einen Dienstleister, der die Schädlingsbekämpfung bei ihm anbietet, der informiert ihn und der Markt ist hochkompetitiv auf Preis mit der klassischen Dienstleistung. Das heißt, meistens ist er so da in seinem Hamsterrad und kriegt da so seine Informationen drin durch. Aber im Grunde genommen passiert unglaublich viel gerade regulatory, also es gibt gerade neue Gesetze, die Gifte einschränken. Die Lebensmittelstandards sind quasi Gesetze, also ein Supermarkt oder ein Lebensmittelproduzent muss sich nach IFS, AIB, BRC oder sowas auditieren lassen. Das sind Lebensmittelstandards, damit die an den Supermarkt liefern dürfen, die Produzenten. Und die sind extrem agil im Vergleich zu einem Gesetz natürlich. Und da passiert gerade sehr viel, die wollen unbedingt grün und digital werden. Die haben das überall in den Standards, das mittlerweile drinstehen. Und das ist noch viel wichtiger als ein Gesetz für den Supermarkt, denn die Gesetze, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber bei dem IFS zum Beispiel, der International Featured Standard, der Lebensmittelstandard, damit man an Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und sowas liefern darf als Bäckerei, die gucken wirklich hin, warum hast du hier noch Gift rumliegen? Das geht ja gar nicht, bau das mal ab. Und ich habe gehört hier, da gibt es doch Emitter, so digitale Fallen, die sind doch smart um 24/7 und so. Und dann googeln sie einfach, finden uns und wir kriegen dann eine Anfrage. Wir machen sehr viel Inbound-Marketing, uns findet man, glaube ich, ganz gut. Und ja, so läuft das dann im Endeffekt. Vielleicht können wir nochmal so auf die Falle gucken. Du hast mir ja mal zwei, drei Testgeräte für nach Hause, aber das ist quasi nicht der Grund, warum du hier im Podcast bist, sondern ich habe mich eingekauft. Ja, das ist, so läuft es übrigens. Ja, ja. Kann man ja nicht meinen. Wir brauchen noch ein Auto. Nein. Genau. Diese Falle, du hast ja quasi, kannst du mal eine Falle-Kamera halten für die Leute, die den Podcast hören. Das sieht aus wie eine ganz normale. Das hier ist auch nur eine Rattenfalle, muss ich sagen. Ja. Ich habe jetzt dir natürlich nur eine nochmal mitgebracht für zu Hause. Und das hier ist jetzt unsere Gorilla Trap, da kommt noch ein synthetischer Köder dran, da drunten, unten drunter kommt quasi dieses Package, was die Falle smart macht mit Antenne. Ich beschreibe das mal sozusagen lautmalerisch, also sieht aus wie eine normale Mausefalle, ein bisschen größer, aber die kann man ganz normal spannen wie so eine Mausefalle. Und die darunter kommt dann quasi in der ähnlichen Größe so ein Gerät, das muss man sich vorstellen, so groß wie ein Handy, das wird darunter geklemmt und da ist die Elektronik drin, für diese Falle und dann gibt es noch so einen kleinen Akku-Pack, wo ich dich auch gefragt habe, hey, wenn du mir schon zwei Fallen lieferst, wo ist denn das Ladegerät? Da hast du gesagt, ja, also nach 3 Jahren kann man mal schauen, so lange halten diese Akkus und die werden dann quasi in irgendeine Box gesteckt, die dafür auch vorbereitet ist, damit da jetzt auch keine Katze ranlaufen kann oder keine größeren Tiere. Genau. Und da sollen dann die gefangen werden. Ich habe tatsächlich damit auch schon das ein oder andere, den ein oder anderen Schädling schon human gefangen. Genau. Kannst du noch ein bisschen erzählen, weil das ist so, das ist glaube ich für die meisten Hörer, weil es ja ein wirkliches physisches Produkt ist und viel Elektronik da dran ist. Wie lange hat das gedauert, sowas herzustellen und was genau ownt ihr in dieser Wertschöpfungskette? Ja, das war ist ein wirklich großes Projekt gewesen, weil Schädlingsbekämpfung ist sehr speziell. Also jeder hat quasi seine Falle und seine Lösung und sowas. Das heißt, wir mussten jeder Schädlingsbekämpfer, also von den 1500 Betrieben kauft jeder andere Sachen ein. Es gibt sicherlich von solchen Fallen 40, 50 verschiedene Modelle von diesen Kästen drumherum, gibt es 100 verschiedene. Es gibt 100 verschiedene Köder. Es ist sehr breit. Also es gibt nicht die Falle. Das wird sehr leicht machen. Heißt, wir mussten alles selbst bauen, immer verschiedene Iterationen immer wieder verbessern und verändern. Wir hatten anfangs nur ein smartes, also ein IoT-Gerät mit GSM zum Beispiel, das auf unseren Server gefunkt hat und haben verschiedene Fallen zugekauft. Wir haben mal gesehen, dass es einfach nicht sinnhaft sinnstiftend ist, wenn du zum Beispiel einen IoT-Sensor hast, der meinetwegen 50 Euro wert ist, aber du hast eine Falle, die irgendwie super billig aus China kommt und schlecht gemacht ist, dann ist es komplett worthless leider. Das heißt, wir mussten wirklich komplett vertikal alles selbst machen. Also es geht wirklich von über 3D-Druck zu Werkzeugbau, Fertigung in China und in Deutschland. Also das heißt, wir ownen alles von den Marken. Gorilla Traps ist zum Beispiel unsere Marke hier in dem Fall oder Nara als Köderprodukt oder Monitoringprodukt. Wir ownen quasi die Werkzeuge. Wir machen die Produktion selbst von Köder zu Falle zu digital. Die Daten ownen wir, den Server und die Apps und sowas dahinter, mandantenfähig, sodass halt ein Endkunde sowie auch ein B2B-Dienstleister da eben mit agieren kann.
Und du hast, wie du es schon richtig sagtest, halt dieses Set aus verschiedenen Sachen. Und alle haben immer wieder, es ist klassisches, wie ein Startup quasi ein Produkt baut. Du hast viele Leute an einem Tisch, es wird viel gemalt, es wird mal was 3D gedruckt und dann steckst du es zusammen und dann musst du es halt immer wieder wiederholen, bis es immer besser wird. Und so sind die Produkte wirklich erwachsen geworden. Also ich vergleiche das immer mit so Produkten, die es schon lange gibt, wie so ein, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der größte Porsche-Fan, aber Porsche 911 zum Beispiel, der sieht ja irgendwie, sah früher ja schon so ähnlich aus wie heute, so sagen ja viele. Und das Ding ist trotzdem viel, viel besser. Und ähnlich ist es bei uns. Also wir haben immer noch vom Weiten gesehen, es ist nur eine Falle. Aber natürlich ist sie im Grunde ganz anders und kann viel mehr Sachen. Und so machen wir das auch. Also jedes Jahr gibt es eine neue Version und wir machen die Software besser und die Hardware ein bisschen. Also und dieses so Portal. Also ich habe jetzt ja quasi bei mir diese Fallen registriert bei emitter.info oder so heißt das. Ja, genau. So, da hat man quasi ein Portal, da kann man, muss man dann die Fallen anmelden, da hat man dann quasi so einen Zugang. Ja. Guckt ihr euch dann quasi an, also wo diese Fallen stehen, ihr müsst ja quasi Location-Daten haben, weil ihr die SIM-Karte ja ownt, also ihr müsst ja quasi irgendwie so trianulieren können, wo diese Fallen ungefähr stehen und monitort ihr quasi auch die Aktivität der Fallen und sagt dann, oh, Rattenplage in Rendsburg deutet sich an. Also schön, dass du es sagst, weil das ist natürlich von jedem, der sich mit dem Thema kurz beschäftigt, auf jeden Fall so die These, hey, da kannst du ja so präventive Maßnahmen, wenn du zum Beispiel weißt, Sommer 2020 wird ein Rattenjahr und wahrscheinlich am 5. Juni oder sowas 2020 ist der Peak erreicht und dann müssen vorher alle ganz viele Fallen kaufen. Es ist halt de facto nicht ganz so leicht und es ist noch nicht so skaliert, dass wir wirklich wie eine Wetterkarte sagen können, demnächst gibt es eine Mäuse- oder Rattenplage. Es ist aber schon so, wie du sagtest, wir wissen, wo die SIM-Karten sind, Netzzelle, Triangulation, also wir können schon sehen, wo was passiert. Allerdings ist es einfach in der Masse. Wie sieht's denn aus bei Coca-Cola jetzt, wo du Also das ist natürlich so, dass jeder seinen eigenen Account nur ansehen kann und wenn unser Admin halt die Erlaubnis bekommt, DSVGO und sowas, dann kannst du natürlich da reinschauen, aber anders halt nicht. Aber es ist wirklich spannend, wenn ich bei Partnern bin, die viele, viele tausend Fallen haben für ein Land zum Beispiel, da mal reinzuschauen, wo die alle stehen und welche reporten und sich da ein paar Statistiken zu ziehen, das ist schon wirklich spannend. Aber ich muss trotzdem zugeben, ich finde, wir sind noch nicht so weit, dass wir da unglaublichen sinnstiftenden Mehrwert rausziehen können aus diesen Daten, die Fallen jetzt haben. Also für den Dienstleister in Zusammenarbeit mit dem Kunden unglaublicher Mehrwert, aber so in der Makroansicht ist es jetzt noch nicht unglaublich. Okay, ja. dann nehme ich mal quasi dann technisch schon mal eine andere Frage und zwar, ich habe auf einer B2B-Messe vor kurzem, die sind ja jetzt auch Kunde bei uns, eine Hornbach-Lösung kennengelernt, die haben so eine eigene so ein eigenes Gateway, mit dem man dann im Haus diverse Dinge steuern kann, keine Ahnung, die smarte Türklinke, die Klingel, keine Ahnung, Feuermelder lassen sich da anschließen, also quasi, es lässt sich ja mittlerweile alles smart machen und die haben quasi die versuchen so eine Dachlösung dafür zu bauen, was ich extrem schlau finde, während zum Beispiel Gardena ja auch so ein Gateway hat für den Garten, um dann den Rasenroboter, den Wasserschlauch, sozusagen die Wassersteuerung für die Beregnung im Garten, die Pumpe für den Brunnen anzuschließen. Und ich frage mich halt immer, ist es schlauer eigentlich, sich in diese Lösung zu integrieren, sagen wir mal in eurem Fall in das Gardena-Gateway, zu sagen, hey, lass doch mal mit Gardena quatschen, ob die ihre API öffnen können, damit wir in deren App so eine Art Fallenübersicht bauen könnten jetzt für den B2C-Anwender oder mit Hornbach zu sagen, ja komm, ihr habt ja schon diese Lösung, dann können wir diese Fallen in den Baumärkten, das wäre ja auch so ein klassischer Bereich, wo man Fallen kaufen würde, ja, können wir viel effizienter verkaufen, wenn die sich mit sozusagen mit dem Smart Gateway von Hornbach verbinden. Wie schaust du da drauf? Also, das geht so ein bisschen in die Frage Plattform Ownership. Klar, Plattformökonomie ist natürlich, wenn man darüber nachdenkt, ein mega spannender Approach für das Thema. Und wie ich das sehe, da wir schon sehr lange so im IoT-Bereich sind, es gibt halt unglaublich viele so Apple HomeKits, Gardenas oder wie sie alle heißen, Plattformen, die versuchen mit einer API und Raspberry Pi und was auch immer halt alle möglichen IoT-Geräte bei sich irgendwie auf der Plattform zu vereinen. Gibt es viele, findest du? Ja, auf jeden Fall. Also für... Ja gut, für die großen Plattformen, also Google macht das, Amazon, Apple, aber dann also Hornbach. Es gibt auch viele kleine, die man noch nicht so, also zum Beispiel hat Fissmann, glaube ich, vor ein paar Jahren V-Butler auch noch gekauft. Das sind so kleine Lösungen, die aber wirklich mit viel Kapital ausgestattet waren und ein tolles, großes Team zum Beispiel aufgebaut haben und die haben alle möglichen Sensor, ein Gateway genauso wie du sagst, das sehr viele Sensoren drin hat und alle möglichen Funkstandards auf 868 MHz oder anderen Frequenzen, 2,4 oder sowas hört und vereinheitlicht in einer tollen App.
Ich habe ganz viele von denen schon gesehen. Also vielleicht sind es jetzt nicht 100, aber sicherlich ein paar Dutzend. Und die sind bisher alle noch nicht so ganz erfolgreich gewesen. Ich habe auch bei Apple HomeKit und so noch nicht den krassen Uplift gesehen. Also 2020 war die Prognose, dass 50 Milliarden IoT-Geräte funken werden und Informationen teilen werden. Ich glaube, das ist wirklich auf jeden Fall wieder eine klassische Plattformgeschichte, wo sich nachher entscheiden wird, wer welche Plattformen gewinnen. Also zum Beispiel gibt es ja in der GAFA-Welt haben sich ja auch ein paar Plattformen durchgesetzt. Ich glaube, die haben sehr gute Chancen, nachher Plattformen für all diese Geräte zu werden. Ich glaube, so ein Gardena oder ein Hornbach, ich habe denen das schon mal häufiger gesehen und ich finde es auch vernünftig, dass die sowas machen für ihre Geräte. Die haben ja auch, die sind ja quasi auch, haben ja ihren eigenen Brand, das macht auf jeden Fall Sinn. Wir sind zum Beispiel auch Plattform im Schädlingsbekämpfungssegment und haben verschiedene Geräte von Mitbewerbern, die wir da auch mit integrieren. Aber wenn Hornbach morgen kommt und sagt, Daniel, lass doch mal ja, deine Fallen bei uns integrieren. Ich gucke hier gerade mal in meine Reporting-App. Oh, zwei haben zugeschlagen. Ja? Da muss ich mal schauen. Eine ist aber, glaube ich, fehlerhaft. Die meldet sich immer. Wie würdest du dann reagieren? Würdest du sagen, ja, machen wir? Oder würdest du sagen, ja, machen wir nur, wenn ich auch noch Kundendaten von dir bekomme? Nein, also wir sind da immer für offen. Wir machen das eigentlich in der Regel immer. Ich finde, es macht Sinn, für den Kunden in der Breite einfach erreichbar zu sein. Also wenn jemand anfragt, wir kriegen häufiger Anfragen, dass Plattformen mit uns arbeiten wollen oder bei uns als Plattform ihre IoT-Devices bei uns zum Laufen bringen wollen. Also das machen wir sehr häufig. Ich finde das schon vernünftig. Ja. Man hat ja, um das den Leuten hier mal zu erklären, ja, also man kann hier diese Fallen anmelden, habe ich auch gemacht. Ich bin ja auch technisch interessiert, aber da kann man wirklich alles, da muss man den Typen dann einstellen, da kann man ein Foto von der Falle machen, da kann man den Standort hinterlegen, genau. Und da sieht man auch, das ist natürlich dann auch für den Großanwender, ja, der dann sagt, oh, ich habe 100 Fallen und ja, Falle 4875, keine Ahnung, ja, genau. Wo die stand, zeig mir noch mal, wie ich den Standort da markiert habe. Gibt's ja. Da, also habt ihr überhaupt Churn? Also ich meine, das ist ja eine Lösung, die so, ihr habt ja eine, das bildet ja eine komplett neue Kategorie. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jemand zum Gift zurückkommt. Ja, schöne These, kann ich auch bestätigen. Also es gibt schon Churn. Zum Beispiel, wenn eine Bäckerei insolvent ist, dann ist... Ja, das zählt nicht. Das war auch mit dem Augenzwinkern. Ja. Aber ja, der ist schon sehr, sehr niedrig. Und ich glaube, da ist unser Wettbewerbsvorteil ganz klar als Familienunternehmen aus Deutschland. Also wir haben jetzt keinen VC drehen oder hohe Darlehen, also 0,0 von all dem. Wir arbeiten also als Familienunternehmen sehr, sehr agil, also sehr Startup-like. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, kombiniert dann mit dem Made-in-Germany-Software wie Hardware. Die Leute suchen das einfach. Stell dir vor, das ist eine Rattenfalle und eine Mausefalle. Die stehen ja in der letzten Ecke, ein IoT-Device ist ja sonst mal, oh nein, die Alexa bitte nicht, ne? Stell die mal auf den Designtisch da vorne, so ungefähr. Aber unsere Rattenfallen, die sind halt IP69, die stehen in der Scheiße eigentlich, auf ganz gut Deutsch gesagt. Und die müssen es auch aushalten, ja? Und da gewinnt unsere Made-in-Germany-Lösung sehr stark. Ja, IP69, für die, die es nicht wissen, das kann ich also fast Staub in den Pool stellen, genau. Sagen, ohne dass es kaputt gehen würde. Ja, genau. Da gibt es jetzt nicht so viele Ratten wahrscheinlich. Und Wasserratten, ne? Neuer Markt. Ja, das wäre tatsächlich auf jeden Fall ein neuer Markt. Dann sozusagen die zweite Frage, die mich natürlich jetzt als verspielter Nutzer interessiert. Jetzt, wo ich das kennengelernt habe, ich kannte vorher quasi nur über diesen Standard, wo dann irgendwelche Gateways angefunkt werden. Also Gardena hat, ich weiß gar nicht, was das für ein Funkstandard ist, mit dem dieses Gardena-Gateway funktioniert, aber da gibt es verschiedene Standards, die dann die Geräte zwingen, die im Garten sind oder im Haus mit dem entsprechenden Gateway zu kommunizieren. Ihr habt jetzt so eine SIM-Karte da drin. Das finde ich extrem spannend, weil das natürlich dann auch für diesen ganzen Bereich Landwirtschaft könnte ich ja sagen, hey, ich möchte so ein Ding installieren an das Weidezaungerät, das mit der Batterie betrieben wird, irgendwie 2 Kilometer weiter. Mhm. Da muss ich ja nicht mehr jeden Tag hinfahren und gucken, ob es noch geht, sondern das gibt mir so eine Meldung. Und wenn ich mir mal anschaue, was passiert so im Innovationsbereich der Landwirtschaft, man so auf den Messen mal unterwegs ist, so richtig viel nicht. Also es ist tatsächlich so ein bisschen sehr, sehr, sehr oldschool. Da gibt es dann irgendwie die farbige Litze statt die schwarz-weiße Litze. Wie schaust du solche Bereiche? Weil das ist ja eine Fähigkeit, die ihr habt, jetzt technisch. Also ihr habt so ein Portal, wo diese Informationen zusammentragen könnt. Ihr wisst, wie man Geräte baut. Also ist das irgendwie verlockend oder sagt ihr, nee, es gibt, das Rattenthema ist so groß, da kann man jetzt auch noch auf 100 Millionen wachsen?
Also letzteres Jahr, das ist zunächst unser Fokus, um das schon mal kurz zu beantworten. Wir haben auch schon viel ausprobiert. Wir hatten damals eine Marke, die hieß iFacility und haben uns überlegt, wir bilden auch in der Ocean Alliance, sind wir zu fachlich und haben Fenstergriffe und Lichtschalter und all so ein Kram in unser Portal mit integriert und sind dann als One-Solution-Provider quasi zu unseren Kunden gegangen, großer Lebensmittel- oder Pharmabetrieb, haben gesagt, ey Leute, wir können auch dies und das, wir können auch eure Temperatur und wir können auch, ne, wenn ein Lagertor schließt, machen wir alles. Und du bist einfach, deswegen haben wir so ein bisschen Einblick auch in diesen Home-Automation-Bereich. Oder das hat nicht geklappt, offensichtlich. Offensichtlich. Warum? Ich nehme an, also wir sagen rückblickend, es hat nicht geklappt, weil du einfach natürlich als Pestmanager, also als Schädlingsbekämpfer, nicht so die relevante Kompetenz zugeschrieben bekommst bezüglich all dieser Themen. Wir haben gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir lieben diesen Sektor ohne Ende, weil er ist wirklich sinnstiftend. Wir machen auch was ökologisch Gutes und es ist hoch disruptiv für unseren Markt in allen Ansätzen. Und es macht uns unglaublich viel Spaß, erfüllt uns. Ist für uns groß genug. Wir planen halt nicht irgendwie irgendwas groß zu machen und dann einen großen Exit zu schaffen, sondern wir sind ein profitables Unternehmen und haben wirklich Chancen. Auch wir sind mittlerweile in der Europäischen Kommission, halten wir Vorträge zu dem Thema und das ist einfach verrückt, dass wir wirklich in diesem für uns, wie wir finden, sehr wichtigen Sektor, und das ist ja vollkommen recht, Landwirtschaft und Co. und B2C, das folgt ja noch. Also wir unterscheiden zwischen drei Märkten. Industrie, Coca-Cola wieder als Beispiel, ne? Also du belieferst Pharma- und Food-Unternehmen. Dann hast du B2C, Alex Graf hat zu Hause eine Maus oder Rattenfalle. Und dann hast du einen Landwirt, also einen Pflanzenschutzmenschen, der sagt, ey, ich will hier auch nochmal meine Wühlmäuse, meine Erdbeeren vor Wühlmäusen schützen. Also sehen wir schon, dass der Markt spannend genug ist, weil wir auf allen drei Feldern eben agieren, mit natürlich aktuellen Fokuspunkten, weil IoT, wie ich ja sagte, wir haben schon einige Sachen halt ausprobiert und zum Beispiel als Full-Solution-Provider haben wir uns auch mal irgendwann aufgestellt. Also wir probieren grundsätzlich alles aus, wir haben aber Schwierigkeiten gesehen und sehen einfach eine Riesenchance in der Fragmentierung oder der Fokussierung für Schädlingsbekämpfung. Denn, muss ich dir vorstellen, es gibt Millionen Fallen bei allen möglichen Schädlingsbekämpfungs- oder bei allen möglichen Logistik- und Pharmabetrieben. Also der Markt ist groß genug. Es dauert sehr lange, da über flächendeckend reinzukommen. Von daher sind wir damit erstmal als Aufgabe sehr zufrieden. Gibt es in eurem Segment dieses Amazon-Risiko, bei dem man dann nur sagen könnte, okay, wenn dann jetzt jemand kommt aus Asien, das irgendwie nachbaut und dann darüber den Markt disruptiert über den Preis, auch wenn die Qualität nicht stimmt, dann flieht irgendwie so ein bisschen den Marktzugang. Das heißt, ihr werdet gezwungen, Dinge zu machen, die vielleicht gar nicht kurzfristig auf der Agenda stehen? Also wir hätten auch die Macht, mit solchen kompetitiven Anbietern, zum Beispiel aus Fernost, mitzugehen. Das ginge auch, aber wir... Um das Ganze anders zu beantworten, nein, der Preis ist nicht so relevant. Der Preispunkt ist schon sehr spannend für ein B2B. Wenn er nicht ein Stück, sondern auch ein paar Stückzahlen abnimmt, ist es keine Preissache. Also der Mehrwert, der durch das Gerät gestiftet wird, ist deutlich über dem Preis, das ist keine Preisfrage. Amazon ist sicherlich etwas, was man auf dem Schirm haben sollte, auch im B2B. Ich habe dich damals kennengelernt über Gisbert Brühl, heißt er, glaube ich, ne? Von Klöckner, und das fand ich super spannend, Amazon als größter Stahlhandel. Das war der erste Podcast, den ich gehört habe, und bei uns ist genauso. Also Amazon macht natürlich vor keinem Halt, sucht natürlich erstmal in den Sachen, wo Volumen und Marge ist, und bei uns ist es einfach zu klein, also dass wir erstmal damit rechnen können, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren Amazon bei uns nicht reinkommt. Wobei, wie gesagt, Amazon bietet klassische Schädlingsbekämpfung in Amerika schon als Plattform an. Also du kannst dir darüber den Service buchen, dass jemand kommt mit einer Giftspritze irgendwie in deinem Garten agiert. Also wird schon wahrscheinlich irgendwann kommen. Vor allen Dingen, wenn Alexa mit Home Automation noch mehr integriert wird. Und wir sind aber zum Glück, deswegen, wir haben vor 4, 5 Jahren gesagt, dass wir eben, wir haben damals schon ein bisschen bei Amazon verkauft, haben uns aber komplett dafür entschieden, Amazon zu nutzen als Spielfeld und eine eigene Marke aufgebaut und viele von Produkten, die wir schon hatten, also grüne Tierpflegeprodukte zum Beispiel mit Green Hero auf Amazon zu vertreiben, um Amazon Knowledge zu erhalten. Das ist jetzt mittlerweile sogar echt ein großer, profitabler Teil der Firmengruppe geworden. Und deswegen wissen wir, wie Amazon als Spielfeld zu bedienen ist und sind also ready und planen das auch schon ein, dass wir unsere digitalen Fallen, aber dann eher mit B2C-Fokus, also ein bisschen anderes Modell als das, was du bei dir stehen hast. Eins ist schon eher so Profi-Rattenfalle, dass es irgendwann bei Amazon erhältlich ist und natürlich dann zum Beispiel bei Alexa steuerbar ist. Also stell dir vor, du kommst nach Hause, das ist eine kleine Stadthaus, oben hast ein paar Mäuse auf dem Dachboden und stellst du dann digitalen Fallen auf, kommst nach Hause, Alexa leuchtet und sagt dir, ey, du hast in Falle 1 eine Maus gefangen. Sowas zum Beispiel. Und in Zukunft wird dann in jeder Falle auch noch eine Mini-Kamera sein. Wir haben
die erste Ultra-Low-Power-Kamera der Welt gebaut und patentieren lassen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Die wird in diesem Jahr auch rauskommen. Das heißt, jeder Insekten-, Ratten-, Mäuse- oder Wildfalle zum Beispiel kann dann für sehr wenig Geld eine ultra-kleine Kamera sein. Die aktuell kriegst du ja zum Beispiel durch verschiedene Schalter und Sensoren via GSM zum Beispiel mitgeteilt, was der Status der Falle ist. In Zukunft wird das bei uns, 5G ist eine Thematik, die Bandbreite erhöht sich, die Latenz wird geringer. Hast du einfach die Chance, auch Bilder und Videos zu übertragen, kleinere Format. Okay, dann könnt ihr MMS schicken. Ja. Genau. Dann könnt dieses Format nochmal aufgewärmt, ja. Okay, für die Leute, die jetzt zuhören und für unser Nachbardorf, dem ich letzte Woche lesen musste, Osdorf ist das, Osdorf, Neubaugebiet hat eine Rattenplage, da muss ich an unseren Podcast denken. Wie kommen solche Leute jetzt an so einen Set? Ja, also bei einer Rattenplage muss man immer ein bisschen dezidierter fragen, worum handelt es sich eigentlich? Die Rattenplage ist häufig auch so eine Geschichte, die zum Beispiel im Kanalnetz irgendwie passiert. Dafür haben wir andere Lösungen, zum Beispiel zum Abdecken des Kanalnetzes oder zum Unterscheiden. Ich glaube, auf den meisten Dörfern ist es tatsächlich so, weil die jetzt von den Feldern runterkommen, weil die ja? in den letzten zwei, ja, das ist Riesenplagen überall, weil die natürlich jetzt nicht mehr so bekämpft werden wie vor 2-3 Jahren. Da gab es ja dann so Rattenbekämpfungswochen, wo jeder Gift ausgelegt hat. Ja, genau, das gibt's klassischerweise. Und aufgrund der klimatischen Veränderung auch in Schleswig-Holstein. Haben die sich extrem gut entwickelt und kommen jetzt quasi von den Feldern in die Dörfer und Neubaugebiete sind in der Regel natürlich am Dorfrand und fressen sich dann tatsächlich von unten in die Häuser rein. Das passiert gerade. Ja, was krass. Machen die jetzt? Du bist Profi. Ja, also die sollen auf jeden Fall einen Profi-Dienstleister anrufen. Ich möchte, also wir sind so aufgestellt, dass wir hauptsächlich mit B2Bs Geschäfte machen. Also ein B2C kann, wie in deinem Fall, auf jeden Fall, wenn sie es möchten und pfiffig genug sind, von uns auch Produkte kaufen. Aber grundsätzlich möchten wir, dass ein Profi-Dienstleister, weil es geht da wirklich, es ist nicht nur ein bisschen Spaß und Rattenbekämpfung, es sind schon auch, die übertragen wirklich gefährliche Krankheiten und sowas und können auch wirklich existenziellen Schaden, also zum Beispiel in der Fabrik oder zu Hause, anstellen. Das heißt, ich würde immer empfehlen, mit einem lokalen Dienstleister oder mit einem gut bewerteten Dienstleister, der in den Verbänden zum Beispiel auch ist, Kontakt aufzunehmen. Die führenden Biotech-Klute zum Beispiel arbeiten fast komplett smart. Das heißt, sie nutzen hauptsächlich digitale Fallen und sowas und über die, also es ist für einen Endkunden einfach sehr teuer, der kauft sich jetzt keine digitale Falle, nur um jetzt 4 Monate meinetwegen Ratten zu bekämpfen, das lohnt sich da noch nicht. Das heißt, der braucht schon wirklich eine Dienstleister. Nee, das musst du anders verkaufen. Ne? Im Grunde genommen brauchst du ja durch die smarten Fallen, kannst du dann so eine permanente sozusagen... ich könnte es dir verkaufen, ja, weil ich mir natürlich... Okay. Ja, so, das stimmt. Und letzter Frageblock, du hast hier noch ein paar Produkte mitgebracht, die haben ja mit Rattenbekämpfung gar nicht so viel zu tun. Da seid ihr quasi auch noch aktiv. Was macht ihr noch, außer Ratten und Mäuse? Also außer Ratten und Mäuse machen wir noch Tierpflege, Tierergänzungsmittel und Futter auf Insektenbasis kommt jetzt relativ zeitnah mit einem spannenden Werbespot. Also wir machen einfach sehr viele B2C-Sachen. Meine Mitarbeiter sind auch heute hier bei Google um die Ecke, die nehme ich heute Abend wieder mit nach Hause in die Firma. Also wir machen sehr viele B2C-Abenteuer, um B2C kennenzulernen, aber auch weil es für uns, weil wir das ganz gut können und viele von den Sachen... Warum? Also, welche Kompetenz habt quasi ihr als Schädlingsbekämpfer in dem Bereich jetzt Nahrungsergänzungsmittel für Pferde? Ja, für Pferde haben wir zum Beispiel keine, aber für Kleintiere. Also Kompetenzen in den Feldern zum Beispiel, was Produkte angeht, ist ganz klar aus... eigenen, also wir haben es uns selbst beigebracht. Also wir haben ein Problem, haben uns damit beschäftigt, weil wir sehr umtriebig sind. Also wir bedienen nicht nur einen Sektor, sondern machen immer wieder neue Sachen und gründen auch neue Sachen. Also es ist wirklich so, dass uns Sachen beschäftigt haben. Beispiel, du hast ja auch Pferde, meine Mutter hat auch Pferde. So, und dann sprühst du, um Bremsen fernzuhalten, so ein Zeug, so ein Spray, was auch immer es ist. Es ist genau genommen, es ist ein Pyretrum, also es ist ein Nervengift. Das sprühst du aufs Pferd, um Bremsen fernzuhalten. Ja, das sind diese Kribbelmücken oder sowas, die im Sommer kommen. Und das ist halt einfach ein Nervengift. Das heißt, wird über die Poren, nimmt das Pferd das auf. Das Pferd kann dir halt nicht sagen, ey, lass es, es tut irgendwie weh, ich habe Kopfschmerzen. Also du merkst es als Anwender, wenn du es aussprühst, dass du Kopfschmerzen bekommst. Das hat uns irgendwie gestört. Wir kennen uns mit Giften aus, also wissen wir, was es für ein Pyretroid ist. Das nutzt man, um Wespen zum Beispiel zu töten. Und dann gesagt, ey, es kann nicht sein, dass es auf Pferde gesprüht wird in dem Maße und dass es echt noch legal ist. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man es denn sonst machen? Dann haben wir uns natürlich ein paar Chemiker in die Hand genommen, haben ein bisschen überlegt, ein bisschen ausprobiert. Gibt ja zufällig Pferde bei mir zu Hause, dann haben wir ein bisschen, und so gab es zum Beispiel den ersten Bestseller, Bremsen-X, also als natürliche biologische Alternative zum Fernhalten von Insekten auf Pferden. Und das ist zum Beispiel unsere Produktinnovation, die einfach entstanden ist, weil wir Spaß dran hatten. Das ist aber nicht das Spray, was Leute sagen, Leute in so Wespennester und Hornissennester sprühen. Wie heißt das nochmal? Alpa? Es gibt so einen Adap meinst du?
Ja, genau. Ja, das gibt's so auch. So ein Nervengift für Wespen. Genau, ja. Also das Doofe daran ist einfach immer, es sind wirklich gefährliche Stoffe. Man kann die aktuell noch relativ frei kaufen. Das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren verändern. Hast du vielleicht auch schon mal erlebt, das ist meistens so ein Staub oder so ein Spray. Dann sprühst du es in den Wespen, in einen Rollladenkasten, da war da die Wespennisten zum Beispiel, das ist das Nest. Und dann fliegt es natürlich, es zieht einfach durch den Sog und sowas, durch den Luftstrom natürlich in dein Schlafzimmer zum Beispiel. Der Staub legt sich dann auf deinem Kopfkissen ab und der ist halt einfach persistent und ist wirklich schädigend. Also viele Leute wundern sich dann und müssen eine Woche irgendwie aus der Wohnung ausziehen. Das gibt es immer wieder bei uns im Bereich, weil diese Mittel halt falsch ausgebracht worden sind und einfach gefährlich sind. Und wir forschen halt extrem viel, vor allen Dingen im Bereich Nagel, das ist der größte Schädlingsbekämpfung, wie du halt mit digitalen und grünen Alternativen Mäuse und Ratten oder Insekten fernhalten kannst und bauliche Maßnahmen an. Wir haben auch eine Firma, die macht halt die Veränderung von baulichen Substanzen in der Lebensmittelindustrie. Dr. Dicht heißt die übrigens, ganz witzig. Die Leute denken, was hat irgendwas mit Marihuana zu tun, da fahren also Kiffer mit dem Auto vorbei und machen so Fotos, das ist echt immer lustig. Nee, aber im Grunde genommen geht es immer darum, dass Dr. wir... Dr. Dicht. Ja, also bleibt im Kopf, ne? Kann man euch nicht absprechen. Danke. Und ja, wir probieren echt viel aus. Also zum Beispiel unser Haustierpflegespray haben wir mit einem Chemiker entwickelt und da half uns der Brand Green Hero, den die Leute einfach, der im Kopf bleibt, den die Leute anscheinend sehr wertschätzen. Und das ist ein Bestseller auf Amazon geworden, die Produkte. Uns hat damals bei Amazon, bevor diese Fake-Bewertungsgeschichten hochkamen, hat uns sehr gefallen, dass die Nutzer das Produkt bewerten können. Ja? Und konnten wir so quasi iterieren und sagen, hey, wir machen hier noch was anders, da noch was besser. Und mittlerweile ist es wirklich eine selbstlaufende Marke, die von unseren Mitarbeitern wie ein eigenes Unternehmen gemanagt wird und wo immer neue Produkte halt hinzukommen. Und das finde ich auch ganz, ganz klassisch im Landmarkt, wenn ich da sowas kaufen will. Wir haben uns, also Handel ist ja hier ein Riesenthema, wir haben uns ganz klar dafür entschieden, dass die nur online zu handeln, auf eigenem Real Estate, also auf unserem eigenen Shop oder auf Amazon. Auf Amazon ist es noch hoch auch profitabel auch für uns. Wir wollen nicht in den stationären Handel damit, wir können, wir haben auch schon Pull-Strategie da die Anfragen gehabt. Warum nicht? Weil wenn ich mir mal so die ganze sozusagen das Kaufverhalten der sozusagen der klassischen Pferdebesitzer, Hundebesitzer angucke in so einem ländlichen Bereich, da gibt es ja quasi in jedem Dorf so zwei Märkte, auf jeden Fall, wo du dann Katzenstreu und nochmal irgendwelche Sattelpflege literweise kaufen kannst. Da würde ich das doch erwarten. Hast du vollkommen recht, aber es ist sehr niedrigmargig. Wir wollen nicht niedrigmargig. Ah, okay. Und Masse, wir sind anders aufgestellt, also wir brauchen Marge, um es auch wieder zu reinvestieren. Wir wollen uns keinen Umsatz erkaufen, um irgendwelche Leute zu verdrängen. Wir wollen wirklich, also mit Green Hero sorgen wir wirklich dafür, dass aus Deutschland gesourcete, hochwertige Inhaltsstoffe, also wir wollen nicht das Margenspiel spielen. Immer wenn es darum geht, hey, das können wir doch noch günstiger, dann sind wir da raus. Also wir wollen immer das beste Produkt machen, was es gibt. Meistens sind unsere Prädikate auch in Deutschland gefertigt und nachhaltig. Also wir nutzen biologischen Kunststoff und so ein Kram oder rezyklierbare Stoffe. Also sowas und hinterfragen das wirklich sehr, sehr, sehr tief, weil wir verlangen auch einen Premiumpreis. Und deswegen wollen wir den stationären Handel nicht. Handel, wenn nicht mit Eigenmarke, weißt du selbst, ist ja ein riesen Margendruck. Und true. Da bleiben wir lieber ein bisschen kleiner. Und ihr seid einfach schon zu weit. Meistens, wir haben ja oft hier auch Unternehmen, die quasi aus der klassischen Distributionsstrategie kommen, über den Handel sich jetzt überlegen, wie kommen sie dahin, wo ihr schon seid. Aber das zumindest stimmt. Haben wir jetzt schon mal einen Anlass und ein Keyword gefunden, Green Hero, bei dem unsere Zuhörer mal ein bisschen gucken können bei Amazon, was ihr eigentlich macht. Die Pfeilen kann ich sehr empfehlen, insbesondere für Spielkinder wie mich, die eine App brauchen, um ihre Geräte zu steuern. Ist das eine großartige Geschichte. Ich glaube, wir werden noch viel von euch hören. Der Markt tendiert in eure Richtung. Es gibt mehr Ratten, mehr Giftverbote. Solche Regulatorien gehen in eure Ecke. Sozusagen. Vielleicht ist das nächste Milliardenunternehmen aus Paderborn. Who knows? Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Warst. Vielen Dank schon mal für die Rattenfallen, die ich testen konnte. Und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Alex.